Und wenn wir das machen, dann kommen wir garantiert und zwar sehr, sehr weit. Welche Rolle spielen wir aktuell? Ist es vielleicht notwendig, eine Rolle zu spielen momentan, die nicht angenehm ist? Ja, vielleicht, kurze Zeit, aber der Hauptfokus. Wir können von diesem Beispiel sofort zu uns zurückreflektieren und uns die Frage stellen, füllen wir eventuell auch eine komplette Doppelrolle oder zwei verschiedene Rollen aus? Die eine, die uns nicht glücklich macht und die andere, die wir zwar sehen, aber noch nicht mit Leben erfüllen. Ich sitze beim Zahnarzt und da kommt eine junge, bildhübsche Dame herein. Und ich beobachte diese Dame komplett wertungsfrei. Sie geht zur Anmeldung und meldet sich an. Und dann sitzt sie sich auf den einzigen freien Stuhl neben mir. Und meine Beobachtung läuft einfach so intuitiv weiter. Und ich kann Menschen recht gut einschätzen. Das nutze ich auch in den Unternehmen, bei Führungsleuten, Abteilungsleitern oder Mitarbeitern, einen Menschen gut einschätzen zu können, ihn gesamt zu erfassen, um dann eben mit ihm produktiv arbeiten zu können. Zurück zu unserem Beispiel. Die Dame sitzt neben mir. Sie nimmt sofort ihr Handy und scrollt auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Und gegenüber von mir ist ein Spiegel. So, jetzt habe ich zwei Perspektiven bekommen. Einmal habe ich so ein bisschen nach links rüber geschielt, welche Inhalte, dass sie sich anschaut. Gegenüber habe ich gesehen, wie sie darauf reagiert. Anfangs war die Dame sehr, sehr verunsichert, sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr ängstlich. Dann, wo sie ihr Handy hat und diese Inhalte sieht, und ich habe gesehen, welche das sind kreative Inhalte, Kreativität, Schönheit, Schönheit in Formen, schöne Vasen, schöne Töpfe, schöne Verzierungen, schöne Kunstwerke. Und ich habe am Spiegel gegenüber gesehen, wie ihr das Leuchten in die Augen in ihren gesamten Körper geschossen ist. Das heißt, sie hat sich erfreut, wo sie genau das gesehen hat. Und da siehst du halt sehr schnell, wenn jemand sowas sieht und dann kommt das Leuchten, das wäre halt dann eine Richtung, die dann eben in Resonanz mit einem höheren Thema ist, mit einem Thema, das man gerne anstrebt. Die eine Rolle, den Job, den sie macht, der verunsichert sie, der verängstigt sie, der gibt ihr vielleicht das, was sie braucht zum Leben. Das hat man auch an ihrem Körper gesehen, schöne Tattoos, schöne Designs auch auf ihren Füßen, sehr ästhetisch, sieht sehr gut aus, nur dieser Job macht sie höchstwahrscheinlich nicht glücklich. Dieses Umfeld macht sie höchstwahrscheinlich nicht stark, macht sie höchstwahrscheinlich nicht erfüllt oder erfüllt sie nicht. Und die andere Rolle, das, was sie gesehen hat, da ist ihr das Herz aufgegangen. Das heißt, eine Doppelrolle. So, jetzt zurück zu uns. Wie oft füllen wir selber oft eine Doppelrolle aus? Auf der einen Seite sagen wir das, wir meinen aber was anderes. Wir haben zwar die Meinung, machen aber doch nochmal einen Kompromiss, einen faulen Kompromiss oft, der gegen uns selber wirkt. Oder wir machen einen Job, der uns nicht erfüllt. Wir hätten was, was uns mehr erfüllen würde. Aber wir bleiben Konsument und rollen und schauen uns das Thema irgendwo an und sagen, ma, das wäre so schön. Aber, und genau jetzt kommt der Punkt, wenn wir unser Thema, unser Herzensthema, unsere Leidenschaft, unsere Freude, das, was uns wirklich fasziniert, angehen würden, losstarten würden, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie, aber losgehen. Es fängt immer mit dem ersten Schritt an. Wenn wir nicht losgehen, geht nichts los. Das heißt, könnte ich mich fragen, mein Herzensthema ist das, zum Beispiel diese Dame, schönes Design, schöne Kunstwerke, schöne Vasen. Was kann ich heute, wie kann ich es heute umsetzen? Was, mit wem kann ich heute reden? Kann ich einen Kurs, eine Ausbildung machen oder whatever? Einfach losgehen. Und wenn wir das machen, dann kommen wir garantiert und zwar sehr, sehr weit.
Und wenn du dann noch ein Bewusstsein der Fülle hast, dann kommst du erstens viel weiter als das, was du dir vielleicht vorstellst, und viel schneller und viel leichter. Du findest unten einen Link für den Powerkick zum Wochenstart. Da kommen immer wieder Tipps und Informationen, kannst du kostenfrei abholen. Welche Rolle spielen wir aktuell? Ist es vielleicht notwendig, eine Rolle zu spielen momentan, die nicht angenehm ist? Ja, vielleicht, kurze Zeit. Aber der Hauptfokus sollte dann in eine Richtung, wo mein Herzensthema ist. Und der zweite Punkt, ganz, ganz wichtig, losgehen. Losgehen und jeden Tag dabei bleiben. Und genau das wünsche ich dir. Bis bald.